Hallo zusammen, eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich muss die DJI-Kamera mal kurz greifen. Wir hatten ja eine Spendenaktion ins Leben gerufen im Rahmen der Deutschland-Tour. Und zwar hatten wir ja Ende Juni einen Spendenaufruf gemacht gegen Kinderarbeit in Tansania mit dem Fabian Wegmann zusammen. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video. Und das Ziel war es, dass wir 1000 Euro ja, sammeln. Leider hat das nicht geklappt. Ich denke, es ist sehr gut angelaufen. Wir hatten schon 500 über die Hälfte nach wenigen Tagen zusammen. Ich denke aber, es lag auch an der Flut, die dann kam. Und die Menschen haben entsprechend, was ich nachvollziehen kann, das Problem quasi vor der Haustür gesehen. Ja, und ich konnte Plan International jetzt überzeugen, dass wir versuchen, die Restsumme, die 445 Euro, zu sammeln für Kinder, die jetzt im Rahmen der Flut in Not geraten sind, damit Ralf Kaiser und ich quasi da an den Start gehen können, bei der Deutschlandtour jetzt am Sonntag auf abgesperrter Straße vor den Profis. Ich würde das Ganze hier auch mit DJI-Action-Kamera. Habe ich mir auch extra für unter anderem diese Aktion gekauft. Würde ich filmen und eine coole Geschichte draus machen. Und ja, ich werde jetzt gleich auch den Betrag spenden. Ab 5 Euro kannst du mitmachen. Und es wird auch echt ein Klacks, wenn wir bis übermorgen diese 445 Euro nicht zusammenbekommen. Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr uns da helft. Und ich packe den Link unter das Video hier, wo ihr alle weiteren Infos seht. Und ja, wäre sehr cool, wenn ihr dabei wärt. Der Link führt euch auf die Spendenaktion vom John Degenkolb, der das entsprechend gestern publik gemacht hat. Und wie gesagt, da würden wir gerne mitmachen. 445 Euro sollte doch echt zu machen sein. Ich danke euch vom Herzen, wenn ihr da mitmacht. Und ja, bis später. Ciao, Leute.